Warum fährt McLaren eigentlich mit diesen Displays auf dem Auto? Das, was du hier siehst, ist die neueste Möglichkeit, in der Formel 1 Werbung zu schalten, die sich während des Rennens aktiv verändern kann. Und was bringt das jetzt genau? Ganz einfach, so können Teams dieselbe Werbefläche an mehrere Sponsoren verkaufen, ohne dabei das Auto jedes Rennen neu bekleben zu lassen. Aber das Gewicht beeinträchtigt doch bestimmt die Performance vom Auto, oder? Nicht wirklich, denn der Hersteller Seamless Digital konnte bereits bei der Beschichtung der normalen Lackierung 2,5 Kilo einsparen. Zudem sollen diese Displays nicht mehr als 200 Gramm wiegen und könnten somit in Zukunft sogar in Helmen verbaut werden. Heftig! Und wieso macht das jetzt nicht jedes Team? Das ist eine sehr gute Frage. McLaren hat sich nämlich das Exklusivrecht für diese Technologie für das Jahr 2022 gesichert. Ab nächstes Jahr dürfen dann die anderen Teams nachziehen. Okay, krass, interessant, aber